Kann man jetzt eigentlich nicht irgendwo maulen? Wonach suche ich gerade eigentlich? Genau nach der Magiergilde. Die müsste hier sein. Nee, ist die Taverne, aber... Das ist die Ratstaverne, nee. Ich sag einfach immer bei irgendeinem Schild. Wenn ich irgendein Schild sehe, denke ich immer automatisch, ach, hier will ich hin. Hier will ich aber wirklich hin. Hier ist nämlich die Magiergilde. Er hätte uns eine Quest für Blood Moon gegeben, aber es interessiert mich eigentlich gerade reichlich wenig. Hast du Zauber? Du hast Zauber. Was hast du für Zauber? Du hast Onduses offene Tür. Kaufe ich mir mal. Dadurch haben wir jetzt in Öffnen. Öffnen. Öffnen Zaubereffekt. Damit können wir uns einen stärkeren Öffnungszauber machen. Aber du hast nicht, wonach ich suche. Nein. Macht nichts. Ich weiß, wo man das kriegt, wonach ich suche. Ich hab's euch ja auch schon eigentlich gesagt, aber wer es schon wieder vergessen hat, ha, für den werde ich, werde ich es jetzt einfach mal nicht mehr nochmal sagen. Du hast Beschwörungszauber und Zerstörungszauber. Großer Kugelblitz. Hört sich an wie einen großen Kugelfisch. Das finde ich eigentlich noch ein besserer Zauber, einen großen Kugelfisch beschwören. Aber okay, werde ich mir reinmodden. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt dazu überhaupt in der Lage wäre. Wilde Levitation. Levitation ist ein sehr schöner Zauber, den wir uns unbedingt holen müssen, aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Habe ich eigentlich die Schule der Veränderung ausgewählt als Nebenfertigkeit? Nein. Ich bin gut, denn Veränderung... Ach. Veränderung, ja, Levitation ist zum Beispiel Veränderung. Öffnen ist auch Veränderung. Wäre also ganz hilfreich gewesen. Aber Wiederherstellung habe ich, oder? Ja, Wiederherstellung ist Heilzauber. Heilzauber können wir immer brauchen. Auch wenn man kein Magier ist. Man hat ja Mana. Also ob man jetzt viel Mana hat oder wenig Mana. Was wollte ich damit jetzt eigentlich ausdrücken? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Aber... Also hier wäre jetzt der Reiseführer. Aber ich gehe nochmal nach unten. Gucke, ob da nicht vielleicht einer sogar schon den Zauber hat, den ich suche. Und wenn sie ihn haben, ob sie ihn mir überhaupt verkaufen, ohne dass ich der Magiergilde beigetreten habe. Sieht nicht so aus, okay. La la la, dann gehen wir wieder zurück. So. Wir wollen zur Magiergilde in Balmora. I'm busy, so if you will excuse me. Ich hab dich auch lieb. Nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr reisen. So, von hier aus gehen wir jetzt raus. Und nehmen den Schlickschreiter nach Sedanin. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt... Verdammt, wir hätten wahrscheinlich von Aldruhen aus per Schlickschreiter auch nach Balmora gekonnt. Wenn nicht sogar nach Sedanin, aber das glaube ich nicht. War jetzt also wahrscheinlich ein großer Umweg, aber hey, ich mag es, meine LPs unnötig zu verlängern. Warum nicht, ne? We make a special trip just for you. Same low price. Sehr nett. Sehr liebenswürdig. So. Ich glaube, Aryl war es, der uns den Zauber verkauft, den ich haben möchte. Lieber Herr Aryl. Aryl, Zauber. Magieresistenz, genau. Er hat einen Magieresistenzzauber. Den brauchten wir.
Jetzt heißt es zurück nach Balmora und von da werden wir uns einen Zauber machen, wobei ich nicht weiß, ob wir genug Draken haben. Werden wir uns einen Zauber machen für 100% Magieresistenz. Ihr habt gesehen, der Zauber, der uns Aryl verkauft hat, ist Magieresistenz 10%. Das heißt, wir werden immer noch 90% schwarzen Bildschirm haben. Nicht so gut. Balmora, genau. Why walk when you can ride? Und zurück zur Magiergilde. Das wird übrigens so gut wie das einzige Mal sein, wo wir wirklich die Magiergilden, so die Hilfe von der Magiergilde brauchen werden. Normalerweise werden wir sie nur für ihre... Danke. Ansonsten werden wir sie einfach nur für ihre Reiseführer benutzen. Was du es, der... Genau. Magieresistenz. Wirkung 100 bis 100. Dauer 1, ja. Erfolgschance für Zauber 50%, aber das macht nichts. Punkte kosten 20, ist doch alles super. Aber nicht auf Berührung, auf selbst bitte. Dauer eine Sekunde ist völlig in Ordnung. Name. 100%. Nee, nennen wir ihn Effektkonter-Zauber. Kaufen wir. Is it necessary that you speak with me? Ja, leider schon. Effekt-Konter-Zauber. Jetzt hat er nur noch eine Chance von 38%, weil unsere Ausdauer leer ist. Wir werden einfach eine Stunde warten. Und jetzt hat sogar eine Chance von 63%. Ach, was mache ich denn? So. Ups. So, und jetzt? Ziehen wir die Stiefel an und haben Magie widerstanden. Jetzt ist die eine Sekunde rum und wir widerstehen dem Effekt weiterhin. Weil das Spiel überprüft nur einmal, wenn man Gegenstände ausrüstet, ob man eine ob seine Magieresistenz hoch genug ist. So, wir sind jetzt ohne Nachteil schnell. Ist doch super. Ja. Ich finde das wunderschön. Rüsten wir mal Wohltat aus. Wohltat hat keine Erfolgschance von 100%. Das finde ich beunruhigend. In der Tat. Dann wiederum sind wir kein Magier und seht mal, wie viel Magiepunkte und also wie viel Mana uns das ja schon gekostet hat. Did you borrow that outfit from Agua? Okay. Immer mit der Ruhe, Freunde. Wir wollen hier mal nicht übertreiben. War ich eigentlich schon in der Kriegsgilde? Ja, habe ich. Natürlich habe ich das. Wir können nämlich jetzt weitermachen mit dem Spiel. Ach. Aufgaben. Kriegergilde, die... Hä? Kammerjäger habe ich doch abgegeben. Ja. Die Eierdiebe. Ich dachte eigentlich, dass Quests dann hier raus verschwinden, aber okay. Apropos Wolkenspalter zurückbleiben, wo ist eigentlich unser Freund Lorma abgeblieben? Wann haben wir den das letzte Mal gesehen? Also ich weiß, als wir die ganzen Bootsfahrten gemacht haben, war er schon weg. Das heißt, er hat uns nach Gnarmog verfolgt. Dann müsste er noch in Gnarmog sein, oder? Naja, machen wir erstmal die Kriegergilde weiter. Civilo Otan und Dainila Valas, ehemalige Minenarbeiter und Unruhestifter des Orts, stehlen Eier aus der Eiermine Schulk. Macht Aedes Meldung, wenn sie tot sind. Eigentlich muss ich es ja nicht mehr neu vorlesen. Eiermine liegt ganz in der Nähe südwestlich von Balmora in den Felsen westlich des Schlosses Oder. Genau, da waren wir ja schon. I'm afraid I prefer my company to be well dressed. Ja, die motzen jetzt alle rum, weil wir ja noch unsere Standardklamotten anhaben vom Beginn des Spiels.
Warum hast du einen Umhang? Wer bist du? Über mich. Ich gehöre zum Kaiservolk und heiße Maniver. Das ist schön für dich. Wer zur Hölle bist du? Ist wahrscheinlich eine der NPCs, die von... wie heißt die Mod? MCA. YMCA? Morrowind Comes Alive. Ist eine Mod, die fügt mir NPCs ins Spiel ein. Laufe ich gerade eigentlich richtig? Nein, ich müsste südwestlich. Andere Richtung. Über den Berg? Ach nee, hier einfach am Oder lang. Genau. Oh, ist das herrlich. Ist es nicht herrlich, so schnell zu sein? Ich finde das herrlich. Wie viel Rüstung hat eigentlich... Ich muss das Menü mal anders anordnen. Das geht ja so überhaupt nicht. Das kann kleiner. Ah, das geht gar nicht größer. Das ist schön. So. Schon viel besser. Ach ja, genau. Stiefel. Ihr habt einen Rüstungswert von 1. Das ist unvorteilhaft. Aber okay. Besser als nichts. Warum will ich dich töten? Du bist ein Skript. Skripts sind lieb. Die greifen uns nicht an. Ist das schon die Eiermine? Nein, das ist eine Ahnengruft. Da werden wir noch nicht reingehen, weil uns die Ahnen da drin wegkloppen werden. Sehe ich jetzt einfach mal so vorher. So, ihr Typis wart mir doch freundlich gesinnt, wenn ich euch nicht gerade bestehle, oder? Ja. Ihr seid Minenarbeiter. Ach, warte mal. Seht ihr, wie schön dieses Spiel ist? Die Rotwadonen, die Schwarzen im Spiel, sind die freundlichsten Charaktere. Ist das nicht super? Ich finde es super. Erldiebe. Siviro Otan und Dainila Valas haben hier vorher gearbeitet. Keine guten Leute. Können sich überall in der Mine versteckt halten. Das ist schön. Schauen wir uns mal in der Mine um. Da sind Eier. Da ist ein Quarma-Kundschafter, der uns zum Glück nicht weggebamst hat. Ich lasse die Eier mal in Ruhe, denn ich bin kein Eierdieb. Außerdem, was bringen uns Eier? Ich habe Eier. 2 der Art sogar. Diese Quarma sollten wir vielleicht in Ruhe lassen. Das sind Quarma-Krieger, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, da sind sie, unsere lieben Freunde. Nein, du bist Minenarbeiter Julian. Juwelen. Julian? Naja. Hast du die Eierdiebe gesehen? Nein. Das ist schade. Hast du die Eierdiebe gesehen? Darüber wissen wir nichts. Ach, jetzt wisst ihr auf einmal nichts darüber mehr. Das ist ja sehr... Ach, Quarma Arbeiter waren es. Sag mal, du bist mir schon verdächtig, weil du gesagt hast, hier wissen nichts von, ne? Jetzt treib's nicht auf die Spitze. Ich bin von der Kriegergilde, ne? Ich habe ein Schwert. Ich weiß davon, Gebrauch zu machen. Tschüss. Mein lieber Herr Quarma, warum treffen wir in letzter Zeit so häufig? Warte mal, ich muss mal was testen. Moment. Ich muss kurz etwas testen. Nein. Okay. Ich wollte nur testen, ob ich irgendeinen Scheiß gemacht habe und wir jetzt eine Trefferchance von 100% auf einmal haben. Es gibt nämlich ein paar Mods, die das so machen, dass man in Morrowind eine 100% Trefferchance hat. Was ich persönlich scheiße finde. Denn... Oh, da sind sie! Oh oh.
Oh Gott. Stupid! Ja, gut. Was ich persönlich scheiße finde, weil das ist ja irgendwie, dann macht das Kampfsystem ja überhaupt keinen Sinn mehr. Das Kampfsystem ist ja so designt, dass man, also die Kämpfe sind so designt, dass, ich laufe gerade rückwärts, ne? Dass die Kämpfe halt genau so eine Schwierigkeit haben, wo halt die Trefferchance mit einberechnet ist. Wenn man dann auf einmal immer trifft, sind die Kämpfe ja super einfach, ist ja dumm. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Chance habe, hier durchzukommen, ohne von euch sofort weggebamst zu werden. Persönlich fände ich es super, aber man weiß ja nie. Ah, ich bin hier auf einer ganz schlechten Position. Sie haben den Weg hier raufgefunden. Ich habe sie getroffen. Wundervoll. Und sie hat mich getroffen. Finde ich überhaupt nicht wundervoll. Heilen wir uns mal. Wohltat ist ein schöner Zauber. Treppen besteigen nicht so sehr. Ich gehe übrigens gerade, ja? Wer es nicht bemerkt hat, ich gehe gerade. Ich bin schneller als sie im Gehen mit den 7-Meilen-Stiefeln. Oh Gott. Das ist unvorteilhaft. Wir haben keine... Nein, haben wir nicht. Das ist schlecht. Wir haben aber einen Matze-Trank. Warum bin ich hier nochmal ohne irgendwas reingegangen? Also... Tränke. I can't take anymore. Ja, dann geh doch. Oi. Ich finde das super, dass ich dich zweimal in Folge getroffen habe. Und du bist tot. Geil. So, Nummer 2. Du bist ein Ork. Das finde ich nicht so toll. Gut. Herr oder Frau Ork kann ich nicht so genau erkennen. Ja, ich habe das Gefühl... Der liebe Ork wird ein wenig komplizierter zu bekämpfen als sein Genosse. Und es ist ein R, eindeutig. Geh weg! Belästige mich! Er hat den Weg hier raufgefunden. Lauf! Laufet er! Oh nein! Lasst mich alle in Ruhe! Ha 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 ha, ausgetrickst. Ausgetrickst, mein Freund. Ausgetrickst. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Hast du irgendwas bei dir, was ich für diesen Kampf benutzen könnte? Außer eine Spitzhacke? Nehme ich mal mit. Da bist du ja schon. Ey, du gehst hier jetzt nicht gerade wieder hoch. Ich finde das scheiße. Ach, jetzt kommen auch noch alle Quama-Kundschafter, ja. Alles klar. Juhu. Nein, nicht mehr Juhu. Komm hier nicht drauf. Gegenstand hat nicht genug Ladung. Auch das noch. Seit wann eigentlich? Der macht doch schon seit ein paar Minuten keinen Blitzeffekt mehr. Ich muss jetzt nach jedem Schlag speichern. Sorry, Leute, das... Aus diesem Grund, aus genau diesem Grund, wird das für die ersten Level leider so sein müssen. Aus genau diesem Grund. Okay. Das war klar. Komm, ein Schlag. Noch ein Schlag. Langsam wird's lächerlich. So gut sind Orks auch nicht im Kämpfen. Ja, doch, anscheinend schon.
Danke. So, jetzt muss ich noch irgendwas mit diesen Quarma-Kundschaftern machen. Kleines Quarma-Ei. Den nehme ich mir mal mit. Und jetzt nichts wie raus hier. Ich will diesen Ort nie wieder sehen. Nie wieder. Hört ihr? Nie wieder. Vor allem möchte ich mal rasten. Bitte kein Assassine. Oh. Oha. Kein Assassine. Wir haben 9 Stunden gerastet und kein Assassine greift uns an. Das ist Fortschritt. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Ah. Nicht so spät. Der Ausgang war. Wo? In dieser Richtung. Wundervoll. Wir hätten eigentlich auch eine Sivi-Intervention benutzen können. So what do you want? Aber wir können auch einfach nach Hause gehen. Was heißt nach Hause? Balmora ist gar nicht unser Zuhause. Aber nach Balmora müssen wir trotzdem gehen. Also, ich persönlich finde, das Spiel macht mehr Spaß auf Schwierigkeitsgrad 100, wenn die Kämpfe auch tatsächlich alle eine Challenge sind, eine Herausforderung. Aber das bin vielleicht nur ich. Ihr könnt ja vom Glück reden, dass ihr das nicht spielen müsst. Okay. Kriegergilde. Heides Feuerauge. Du hast tatsächlich Feueraugen, nicht wahr? Jetzt bist du mir aber ein bisschen zu nah. Ich habe die Eier, die BR erledigt. Und zwar beide. Hier ist unsere Entlohnung, 100 Dragen. Dagegen haben wir für Kaius einfach mal hinlaufen Mission 200 bekommen. Also die Kriegergilde unterbezahlt ihre Arbeiter wirklich. Ist nicht. Ich beschwere mich. Bei der Agentur für Arbeit. Da sollte man sich dann nicht beschweren, oder? Das ergibt keinen Sinn. Egal. Wir haben noch ein paar Tränke übrig. Oh, super. Morgenlufttrank. Toll. Was bringt mir Levitationstränke? Ich will Heiltränke, ihr Deppen. Ausbildung. Ach, du kannst noch nicht mal mich ausbilden. Wie sind das hier? Ausrüstungstruhe. Oh, vielleicht hätte ich mir die Ausrüstungstruhe mal ansehen sollen. Wo ist denn diese Aura? You've got the better of me. So go ahead. Wo ist denn diese Ausrüstungstruhe? Ist das hier Ausrüstungstruhe? Das ist nicht die Ausrüstungstruhe. Ist das die Ausrüstungstruhe? Ihr seht das, oder? Die Truhe ist nicht abgeschlossen, aber sie ist trotzdem abgeschlossen. Nun gut. Außerdem, schön, das ist eine Truhe, das ist aber eine Kiste. Das ist auch eine Kiste. Okay. Yes, what is it? Ah, hier haben wir es, ja. Warum habt ihr einen kolovianischen Fellhelm als Anfänger bei der Kriegergilde ausgerüstet? Ich frag nicht. Ich frag gar nicht erst. So. Es könnte sein, dass ich falsch lag. Und Morgenlufttrank gar nicht für Levitation ist. Nein, es ist für. Genau, Ausdauer wiederherstellen. So war das. Wird mir das jetzt angezeigt? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Wäre nur hilfreich, ne? Lade ich mal. Ich will nicht meinen schönen Morgenlufttrank verschwenden. Yes, what is it? Jetzt auf einmal. Naja, können uns rasten legen, das wäre aber reichlich doof. Zwar sehr reichlich, denn dann kommt böse Assassine, macht ein bisschen stichtig und dann sind wir tot. Zusammen reisen? Nee, lass mal. Speak freely, friend. Kannst du mich ausbilden? Du kannst mich ausbilden, das finde ich schön. Kannst du mich auch ausbilden? Du kannst mich auch ausbilden, aber nicht in irgendwas Sinnvollem, das finde ich nicht gut.
Regeln der Kriegergilde. Lese ich mir jetzt nicht durch. Da können wir nicht rein. Outlander, what do you want? Nichts, deswegen gehe ich ja gerade aus der Tür raus. Was hast du? Ausbildung? Du kannst mir Langwaffe ausbilden. Dann habe ich aber keinen Draken mehr. Menno. Nee, lass mal. What is it, Dunmer? Was ist meine nächste, hier, ne? Kann ich eigentlich... Ich bin jetzt Geselle. Schön, kannst du mich jetzt ausbilden? Nein. Du Mistvieh. Naja, wir haben einen Auftrag von der Caldera Bergwerksgesellschaft. Wir sollen 4 Telvanni-Agenten töten, die für die Unruhen in der Caldera-Mine verantwortlich sind. Bist du des Wahnsinns? Okay, Telvanni-Agenten. Well met. Jetzt die Frage, was für ein Interesse haben Telvanni-Agenten? Wurde das jetzt eigentlich... Nein. Ich habe die Quest nicht angenommen, oder? Nein, jetzt habe ich sie angenommen. Was haben die denn für ein Interesse, die Minen zu terrorisieren? Nun gut. Da werden wir noch nicht hingehen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die Typen übers Ohr legen werden. Und zwar mehrmals. Und dann yes, draufhauen. Madame, what is it? Say your business. Als nächstes tun wir also stattdessen was? Ja, ich würde sagen, da mache ich mir mal ein paar Gedanken drüber. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Ciao.